Hallo und willkommen zu einer brandneuen Folge von The Promised Neverland. Oh, was war das? Waren das alles tote Kinder? Oh mein Gott. Was ist das? Ich weiß auch gar nicht mehr, ist das jetzt Manga oder Anime only? Wie eklig, die Kinderbeine da in dem Glas und die Kappe. Boah, ist das eklig. Ja, das habe ich mir gedacht. Hat sich schon umgesprochen, ne? Ein ganzes Jahr? Das ist ein ganzes Jahr her? Ich dachte, das war höchstens 2 oder 3 Monate her. Verstehe. Wow. Oder ist das jetzt ein Timeskip? Kann es sein, dass die Kinder sich als Monster verkleiden? Tatsächlich. Das heißt, die leben jetzt in diesem Turm oder Tempel, was immer das ist. Okay. Und niemand hat bis jetzt daran gedacht, danach zu gucken. Und das fällt auch nicht auf. Ich meine, ein Mensch riecht ja doch anders als ein Monster, oder? Aha, bestimmt ein Zeichen, dass alles in Ordnung ist, oder?
Wusste ich's doch. Aber woher haben die Masken? Aber ist das Essen geklaut oder? Weil die haben mit Sicherheit kein Geld. Also ich nehme mal an, das ist nichts, was im Manga passiert. Das ist einfach, das passiert nur im Anime. Och, sieht aber ganz schön mager aus, ne? Viel ist es nicht. Sie müssen ganz schön am Hungertuch knabbern. Weia. Ja, aber wäre es denn nicht praktischer gewesen zu Sonju und ich weiß nicht, wie die andere ist, zurückzugehen? Würde ich mich interessieren, woher die die Gläser haben und alles andere Equipment. Tja, so können sie die anderen nicht retten. Ich glaube, dass sie die anderen so oder so nicht retten können. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass sie geschnappt werden. Oh Gott, ich hoffe, die beiden haben keinen dummen Plan. Ich weiß, dass die beiden einen dummen Plan haben. Jetzt nimmt sie das wieder alles auf ihre Schulter. Ja, aber immer noch besser als aufgefressen zu werden. Als Häppchen zu enden. Was hat ihr Gilda mal gesagt? Sie soll ihren Kummer nicht runterschlucken, sondern ihn teilen. Es ist nicht deine Schuld, Emma. Du hast sie gerettet. Niemand konnte wissen, was im Bunker passiert. Och, kann sie bitte jemand einfach schütteln und ihr sagen, dass es nicht ihre Schuld ist? Danke, Ray, danke. Genau das will sie, muss sie hören. Oh Gott, nein, das ist keine gute Idee. Nein, nicht die beiden, nein. Ja, wie machen die das mit dem Geruch? Ich
meine, die riecht dann ein Monster. Nee, bitte, die. Das geht schief mit den beiden. Oh. Was ist das? Ich glaube, der ist blind, oder? Weil er sich an mit dem Stock orientiert. Hä? Oh. Nee, der riecht wie. Oh Gott. Ah, der kann die nicht sehen, aber da riecht die, ja. Der muss doch wissen, dass es keine Monster sind. Lass bloß die Äpfel liegen. Lass nicht die Äpfel an. Ja, den darfst du gerne mitnehmen. Aber nicht die anderen. Einfach weitergehen. Hui. Der hat auch keine Maske auf. Ja. Was ist das eigentlich, dass die Sohn hier so eine Maske tragen? Das war knapp. Hui, ich glaube, das soll uns Mitleid lassen haben. Oh mein Gott. Mit den Monstern, die kein Fleisch zu essen kriegen. Oder soll uns zeigen, da ist auch nicht alles in Ordnung in der Welt. Der war komisch. Aber vielleicht wissen die Monster gar nicht, wie so ein frisches Kind riecht. Ja, eben, weil die nie gutes Fleisch kriegen. Die kriegen halt immer nur die Reste. Sie hat gerade alles aufs Spiel gesetzt. Ja, aber diese Familie würde dich auffressen, wenn sie dich finden würden.
warum sieht das Monster aus wie eine Made? Ach, das sieht ulkig aus. Das ist hässlich. Oh nein. Oder heißt das, wenn die nichts mit Fressen kriegen, dass die sich in so Maden verwandeln? Ach, die haben doch noch Zugang zu dem Wald. Ich dachte, die leben jetzt komplett nur auf diesem Türmchen, ne? Aber wie oft wollen sie diese Szene noch zeigen, dass sie Fisch fangen? Ich meine, das haben sie ja doch schon in der letzten Folge gemacht. Oh Gott, ich bete dafür, dass nichts passiert. Ach, weil wo sollen sie jetzt noch hinflüchten? Oh Gott. Ach. Oh nein, oh nein! Oh nein, die haben sie gerochen. Oh, shit. Ich wusste es doch, dass es schief geht. Ich wusste es. Natürlich. Verdammt. Ja, und bald haben sie das ganze Dorf hinter sich. Oder vielleicht denken nur die nur, dass die Kiddies Fleisch dabei haben, also Menschenfleisch dabei haben. Und das wollen sie ihnen abnehmen. Ich glaube, so weit gehen die gar nicht, dass sie denken, dass das Menschen sind unter den Masken. Ach du Schande. Oh Gott. Komm, die beiden sind noch so langsam. Was von Assassins. Und deswegen werden die beiden noch so eine Maske tragen. Ich mache mir mehr Gedanken über die Person, die da den Kindern folgt. Oh mein Gott. Oh nein, sag mir nicht, dass alle alarmiert sind. Hat er an ihm geschnüffelt? Sah ganz so aus.
Jetzt können sie sich eine Weile in der Stadt nicht mehr blicken lassen. Oh nein. Oh nein. Es wäre jetzt einfach zu verrückt anzunehmen, dass da Mama drunter steckt, oder? Das wäre einfach zu verrückt. Natürlich ist die Folge jetzt zu Ende. Das kann doch nicht sein, oder? Norman? Also das war garantiert nicht im Manga, oder? Hä? Wie geht denn das? Und keiner kann es mir erklären, weil es nicht im Manga ist. Hä? Was ist das denn? Also ich... Jetzt glaube ich inzwischen wirklich, dass es ein Anime... Only Ending gibt. Weil ich meine, wenn sie jetzt Norman gefunden haben, das darf doch nicht wahr sein, oder? Oh, das wird die Manga-Onlys gar nicht freuen. Nee. Ach, du meine Güte, was eine Überraschung. Aber halt, stopp. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er mit Mama unter einer Decke steckt, aber es könnte möglich sein. Aber ist das möglich? Kann das sein? Wer weiß, was sie ihm angeboten hat. Ach du Schande, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Oh. Puh, so, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like, es gab mir Folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.